Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinde ich mich hier jetzt gerade am Flughafen. Um mal die Story kurz zu fassen, ich habe einen Freund hier in Berlin und der wünscht sich schon Ewigkeiten eine Haartransplantation. Der Junge ist Zahnarzt und hat voll viel Stress in der letzten Zeit gehabt. Und ich habe das als perfekte Möglichkeit gesehen, ihn einzuladen zu einem 3-Tages-Trip nach Istanbul. Ich habe gesagt, ich muss dort irgendwas drehen. Komm mal mit nach Istanbul, ich habe einen Flug frei, Hotel frei, komm mit, schalt mal ein bisschen ab. Aber was sich dahinter verbirgt, Leute, das weiß er nicht. Und zwar gehen wir am zweiten Tag zusammen in die Klinik, wo ich einen Dreh habe. Und dort werde ich ihn überraschen, dass er eine Haartransplantation umsonst bekommt von mir. Ja? Der bekommt sie von mir auf Nacken, Leute. Er wird sich auf jeden Fall sowas von freuen, weil er mich wirklich die ganze Zeit damit volllabert. Ich will eine Haartransplantation machen, ich weiß nicht in welcher Klinik und wie viel kostet das, das ist zu teuer, dies, das, also die ganze Zeit schon. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, einfach komm mal mit nach Istanbul, wir machen dort einen Tagestrip. Er weiß wirklich von gar nichts. Er kommt auch gleich und der hat auch noch nicht irgendwas geahnt von einer Haartransplantation. Aber wir werden ihn überraschen. Und ich bin so gespannt, wie er reagiert, Leute. Und ich bin auch so gespannt, wie das Ergebnis wird oder ob er überhaupt Bock auf die Haartransplantation hat. Weil der wird einfach direkt ins kalte Wasser geschmissen, Leute. Direkt rein. Also direkt mit Kick rein. Hier hast du deine OP. Er kann sich mental nicht drauf vorbereiten. Er kann sich auch nicht erstmal ein paar YouTube-Videos anschauen, damit er sich beruhigt. Er muss direkt operiert werden. Ich habe hier einen Kameramann dabei, Leute. Aber ich habe den Kameramann dabei, weil ich ja dort ein Projekt habe. Er wird uns die ganze Zeit filmen. Ich glaube, das wird ihn auch bestimmt nerven. Weil er sagt, ey, wir machen einen 3-Tages-Trip und so. Warum ist die ganze Zeit die Kamera an? Aber Leute, seid einfach gespannt, ich bin's auch. Bis gleich. Da kommt er schon. Komm. Hier. Ja? Hast du gut hergefunden? Ja, aber eine harte Nase. Ja Leute, das ist Lukas. Ey, ich stell dich einfach mal vor, das ist eigentlich mein Video. Vielleicht kommst du ja auch mal drin vor. Stell dich einfach mal vor, Lukas. Muss ich das ehrlich machen? Komm, sag doch einfach mal Hallo. Okay, hi. Ich bin Lukas. Agi lädt mich ein und ich hoffe, dass ich so wenig wie möglich in dem Video vorkomme. Wir gehen jetzt einchecken, Leute. Bis gleich. So Leute, willkommen in Istanbul. Ja, unser erster Tag Istanbul-Vlog mit Lukas. Und ich zeige ihm jetzt gleich mal Istanbul. Und ja, das ist unser Shuttle. Let's go. Lukas und ich gehen jetzt erstmal schön was essen. Wir haben uns so ein Fischrestaurant ausgesucht, direkt am Meer. Und da werden wir Spaß haben, oder? Oh ja. Geh jetzt rein. Hopp. Leute, wisst ihr, was wir vergessen haben zu machen? Wir haben vergessen, das Essen zu filmen. Ich habe vergessen, dir Küsschen zu geben. sag schnell no homo. No homo. Okay. YOLO. Auf jeden Fall haben wir vergessen, das Essen zu filmen. Und wir haben Dorade gegessen mit gegrilltem Oktopus. Und das war's. So, voll gefressen heute. Jetzt geht's erstmal ins Hotel zurück. Kommt mal mit dem Shuttle, Digga. Ich schwöre, ich kann meinen Bauch gar nicht mehr einziehen. Das ist so ein schönes Wetter hier. Ja. Es ist einfach nicht warm, ja? Das ist so luftig und so. Ich würde mich gerne ausziehen, so. Weißt du? Einfach nackt hier rumlaufen. Aber das will keiner sehen. Warum? Naja. Nee, also ich finde. Sag nur 10 Kilo. 10 Kilo? Ja. Okay, was ist 10 Kilo? Achso. Aber der Excel macht es ja auch immer nackt. Wenn nicht mal jemand bei YouTube sieht. Und der wiegt 200 Kilo. Komm, Leute, ich zeige euch mal das Hotel von innen. Zimmer zeigen wir euch einfach morgen früh. Ich schwöre, ich bin am Arsch. So, Leute, komm, ich zeige euch mal schnell die Lobby, wo wir das Zimmer erst morgen zeigen. Aber komm, hier kann ich auf jeden Fall schon mal einen Drink gönnen. Ja? He is explaining what needs to be done. Aber. Next process. Ist leer? Komm mit, komm mit. Guck mal, wie der Lukas da sitzt, ja? Steh doch mal auf, wir müssen den Leuten zeigen, wie dieses Hotel aussieht. Ich bin so voll gefressen, ich kann nicht. So, schaut euch das mal hier an. So geil. Guck mal, das ist die Bar. Geil, Leute, einfach nur geil. Guck mal die Wand an hier. Geil. Guck mal die Skulptur da vorne an. Guck das jetzt mal. Ey, ich sag's euch, das Zimmer ist noch viel geiler. Ja? Und das zeigen wir euch aber morgen. Deswegen bleibt dran, gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben und morgen früh geht's weiter mit unserem Istanbul-Vlog. Juhu! Tschüss! Was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen hier am Trainieren. Ihr könnt euch gleich mal das Fitnessstudio anschauen. Hey, das hat von A bis Z alles. Sogar so ein Laufband. Guck mal, wie das heißt.
Über so ein Laufband hat der Touchscreen. Das ist einfach Touchscreen. Also ich kenne das in Deutschland nicht. Vielleicht schreiben jetzt ein paar Leute in die Kommentare, doof, doof, bei uns gibt es das schon seit 100 Jahren. Okay, bei uns in Berlin nicht. Ja, wir sind seit 7.30 Uhr hier. Das ist deutsche Zeit, 6.30 Uhr morgens. Ja, und auch nicht so viel gepennt. Wir sind jetzt trainieren. Wir machen jetzt schnell fertig und dann gehen wir was frühstücken. Und dann habe ich einen kurzen Auftrag, wo ich was filmen muss. Hier, die Klinik ist direkt neben dem Hotel. Ja, da bin ich nämlich gebucht, um kurz was zu filmen. Muss der arme Lukas mit. Und danach gehen wir in die Stadt, Bazar und so weiter und so fort. Deswegen bleibt dran, Leute. Kurzer Auftrag muss halt sein, ja. Das Geld muss halt reinkommen, Leute. Von daher, wir trainieren jetzt zu Ende, gehen zum Frühstück. Ich bin so gespannt auf das Frühstück, du auch? Ja, Ramon? Ich auch. Mega. Er auch. Wir sind richtig gespannt. Mal gucken. Also bis jetzt ist alles perfekt gewesen, jetzt müssen wir gucken, ob das Frühstück perfekt ist. Also stay tuned. Das Hotel hat 4, 3 Stockwerke und er hat gerade gesagt, schnellste Fahrstuhl der Welt, ohne Witz, wenn wir vom 21. Stock runterfahren, gehen die Ohren zu. Man muss also so machen, dass sie wieder aufgehen, gell? Ja. Die gehen einfach zu, ohne Witz, der fährt so schnell runter. Und bing, sind schon da. Dass man schlucken muss. Auf jeden Fall, wir machen jetzt eine Roomtour. Wir zeigen euch unser Zimmer. Haben wir aufgeräumt? Scheiße, Mann. Egal. Egal. Zeig. Egal, oder? Liegt da irgendwas? Da ist hier ein Türknauf. So. Hereinspaziert, meine lieben Damen und Herren. Das ist unser Zimmer. Ja, also ich habe heute ein bisschen unruhig geschlafen, wie man sehen kann. Ja, ich habe hier komplett das ganze Bett auseinandergenommen. Aber Leute, schaut euch mal bitte diese Aussicht an. Schaut euch mal diese Aussicht an. Das ist nicht mehr normal. Hier ist mein Fuß. Hier ist mein Fuß. 21. Stockwerk. Höhenangst. Sein Vater, wer hierher kommt, Höhenangst hat, hat hier auf jeden Fall. Das ist ja schon schlimm, oder? Für Leute mit Höhenangst. Ja, das Zimmer ist mega eingerichtet. Hier, Badezimmer, kommt da mit. Ja, also in dem Schrank ist einfach auch alles drin. Zeige ich euch jetzt aber nicht. Hier ist eine Dusche. So eine Regendusche mit so Hammerbereich. Da, wo man sich so hinsetzen kann. Und mit so einer Schüssel über seinen Kopf das Wasser machen kann. Und ja, so Hammerbereich halt. Toilette ist da, das ist da und Digga, das ist einfach von A bis Z gut eingerichtet. Und hier kommt 24/7 ein Duft irgendwo raus. Das ganze Bad riecht die ganze Zeit wie unten in der Lobby. Also so nach Blumen. Ja, das ist das Zimmer. Minibar, ja, Moe. Und dann hast du hier noch nochmal Wodka, Belvedere. Die haben auf jeden Fall auch mit den Marken hier schon ein bisschen übertrieben, ist das. Ja, mit Moet, diese kleine Flasche kostet 65 Euro. Dass die Leute mal sich schön gönnen und dann später beim Auschecken sind sie am Arsch. Hier, Toblerone, Pistazien, ja, Pringles. Ja, mal easy. Auf jeden Fall, Leute, wir duschen uns jetzt zusammen, oder? No homo. Nein, wir gehen jetzt duschen und dann gehen wir zum Frühstück. Wir sehen uns beim Frühstück wieder. Peace. Digga, da gibt's alles, Mann. Komm mal, mein Lieblingsessen ist da. Komm, guck mal. Sucuk, man. Alle meine Zuschauer wissen Bescheid. Rührei mit Sucuk, beste Leben. Beste. Aber was gibt's denn noch? Komm mal mit, da. Komm. Pfannkuchen, Dingsbus. Ah, die machen die sogar was? Yeah. Ah, you're making eggs here? Yes, egg station. Ja, egg station. With Sucuk too? Ja, yeah, Sucuk. Ah, okay, nice. Also Leute, wir essen jetzt was, okay, und dann sehen wir uns gleich wieder. Peace. Ey, Leute, wir müssen jetzt gehen und guck mal, der isst hier noch. Ich habe jetzt noch einen Dreh. Lass mich mal bitte in Ruhe essen. Komm jetzt, komm schnell. Ich bin noch nicht los. Der rafft es nicht. Ich hab einen Dreh jetzt da drüben. Komm jetzt. Wir essen später nochmal mittags, komm. Okay, was willst du? Ja, ich will. Ey, und glaubt nicht, ich mach schon 10 Minuten mit dem rum. Ohne Witz, komm jetzt. Also, wir haben jetzt einen Dreh drüben. Also, das Hotel, in dem wir drin sind, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier direkt neben dem Hotel die Klinik und die gehört auch irgendwie zum Hotel oder so. Und da muss ich kurz was filmen. Da gehen wir nämlich rein und dann gehen wir später zum Bazar. Ja, aber wohin willst du danach? Geh mal danach irgendwo hin? Na, sag du mal, du Bazar hast es vorbereitet. Oder so. Bazar? Bazar, oder? Geil. Was kann man noch machen? Jetski fahren. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ha? Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Jetski? Kannst du hier drin? Nee, wir gucken TripAdvisor einfach. Ja. Okay? Aber lass uns eine Maschine angucken oder so. Okay. Hab ich Bock. So, also wir gehen jetzt hier raus und da geht es schon direkt in die Klinik rein. Krass. So, ist auch mein erstes Mal hier, wo ich drehe, dass ich drehe, aber bei Beauty Spezialist habe ich damals meine erste HT gemacht. Wie geht's dir? Gut, danke. Hey. Hi. Wer kennt ihr nicht? Ihr kennt ihn ja schon alle. Hey Doctor, nice to meet you. Nice to meet you. So, what should we do today? Biz burada saç ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi, bıyık ekimi, bu tüm işlemleri yapmaktayız.
özellikle hastamız gibi sadece ön ekim isteyenlerde sadece ön ekimi ama tamamen saçsız bir alanda da tüm alanı dolduracak şekilde saç ekimi yapmak. Weißt du, warum der eigentlich in deine Richtung redet die ganze Zeit? Guck mal, du hast dir so lange eine Haartransplantation gewünscht. Ja. Du hast mich die ganze Zeit damit vollgelabert, dass du eine Haartransplantation wünschst. Immer, hey, guck mal, ich hab hier da, ich will eine Haartransplantation machen, zu welcher Klinik soll ich gehen? Wo soll ich in der Türkei, soll ich da oder da hingehen? Deswegen habe ich gesagt, ich nehme dich jetzt mit auf den Trip und jetzt kriegst du deine Haartransplantation heute, Digga. Echt? Ja. Heute? Heute. Nee. Doch, doch, heute. Deswegen hat er jetzt, ey, das war alles geplant. Tut mir leid, ja, dass wir keinen Bazar-Trip machen können, aber jetzt kriegst du eine Haartransplantation. Hier, bei Beauty-Spezialist. Ehrlich? Ja. Danke. Guck mal, ich hab Beauty-Spezialist ausgesucht, weil ich selber meine gemacht habe, damals, vor 4 Jahren oder so. Weil ich sag, machen wir einfach direkt bei Beauty-Spezialist, habe ich den Alkan angerufen, habe ich gesagt, ich habe da jemanden, den ich überraschen möchte. Dann habe ich deine Bilder ihm geschickt. Die haben erstmal abgecheckt, ob das überhaupt geht, hier mit vorne und hinten. Er hat gesagt, perfekt, das wird alles richtig geil. Habe ich gesagt, Lukas, du hast so viel Stress, komm, wir gehen nach Istanbul, 3 Tage. Ja, ich musste ihn erstmal überreden, dass er überhaupt mitgeht nach Istanbul. Nee, ich habe keine Zeit, ich muss da arbeiten. Also, habe ich gesagt, komm mit nach Istanbul, 3 Tage und dann ja, das wirst du, das erklären wir dir gleich alles. Alles reicht, alles ist geplant von A bis Z. Ja, er kriegt seine Haartransplantation. Wir müssen aber erstmal prüfen, ob er überhaupt dafür, also Blut, Check, Mac, alles drum und dran. Aber du kriegst deine Haartransplantation. Vielen Dank. Gerne, Mann, gerne. Und dann geht es mit Wuschelkopf nach Hause. Ja? Ehrlich? Ja, Mann. Ich freue mich so, danke. Geil, freut mich. Unser Video heißt jetzt nicht mehr Vlog, sondern ich überrasche meinen Freund mit einer Haartransplantation. Ihr wisst Bescheid. Und wie fühlst du dich? Wie war die Überraschung eigentlich? Bist du noch geschockt oder was? Nee, gar nicht. Ich lass mich einfach total drauf ein. Ich vertraue euch. Das war bis jetzt, guck mal, bis jetzt war es ja phänomenal. Also das wird jetzt auch alles toll sein. So. Ja, also kannst du auf jeden Fall vertrauen. Wenn man eine Klinik neben so einem Hotel hat, dann wird das schon alles gut sein. Gesunderes Deutsch, guter Arzt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin selber Zahnarzt und ich weiß einfach, wie es im besten, wenn man dem Arzt einfach vertraut und den machen lässt. Als Arzt kann man das auf jeden Fall selber sagen. Ne? Genau. Das stimmt. Auf jeden Fall ist hier drin richtig warm, Leute. Das sage ich euch. Der Ramon hinter der Kamera von der Ehrenmänner GmbH, der schwitzt auch ganz schön. Also, ihm wird jetzt Blut abgenommen. Ja. Da wird natürlich gecheckt, ob der für eine OP überhaupt tauglich ist. So. Ja. Da wird alles mit Schnelltestern gemacht. Und dann ja, die PRP-Behandlung. Ja. Also, da wird auch Blut für die PRP-Behandlung entnommen. Aber die kommt erst nach der OP. Die PRP-Behandlung. Haben Sie verstanden? Daumen hoch, wenn Sie verstanden haben. Super. Ich habe gar keine Angst. Ja. Guck mal, er ist echt so ein Kandidat, der gar keine Sorgen hat. Aber es liegt vielleicht daran, dass du Arzt bist. Ja. Deswegen juckt es ihn nicht so. Ich hatte auch schon Kandidaten, Leute, mit denen ich hier war, die Panik geschoben haben. Grüße gehen raus. So, Bruder, jetzt kriegst du Kopf auf Null. Kopf auf Null. Kopf auf Null. Ah. Seiten auch auf Null, Bruder. Hier, everything, oder? Oh, schön, alles auf Null, Bruder. Danke. Das lassen wir so hier. Komm, hol das Lasso raus. Warte, jetzt machen wir hier noch die Seiten schön auf Null. Und dann lasse ich die Profis mal wieder ans Werk. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Jetzt hältst du durch 6 Stunden. Ich gehe raus. Wir sehen uns in 6 Stunden wieder. Okay, das ist der. Dann gehen wir auf den Bazar, ne? Ja. Wir gehen nicht mehr auf Wasser heute. Hey, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Das wird auf jeden Fall richtig geil, okay? Wir sehen uns 6 Stunden. Ja? Was machst du denn jetzt eigentlich so in der Zeit? Ich gehe in den Bazar. Anne, ist auch hier. Ich gehe jetzt mal raus, Leute. Ich komme natürlich ab und zu mal rein und guck mal rein, aber ihr seid bei jedem Schritt eigentlich so dabei. Wenn es entnommen wird und Kanäle gesetzt werden, wenn es eingesetzt wird, das werdet ihr alles sehen. Und ja, Ramon, hast du Bock drauf? Ja. Cool, es geht raus. Tschüss. Also hier wird erstmal die Entnahmestelle desinfiziert. Das Ding hier ist Dermojet, damit ist die Betäubung quasi komplett schmerzfrei. Und die Injektion, die erfolgt nicht über Nadel, sondern durch Überdruck. Und das ist echt mega angenehm dann, die OP. Mit dem Mikromotor werden jetzt die Grafts freigelegt, aus dem die Haare wachsen.
Dann werden die Grafts einzeln rausgenommen, in eine Flüssigkeit gelegt, damit sie lange überleben. Hier sieht man richtig viele Grafts. Und dann werden die Grafts einzeln in die Kanäle eingesetzt, die vorher mit einer Saphirglasnadel geöffnet wurden. Und, wie war's? Toll. Ja, aber du warst 8 Stunden, hat es genervt, die 8 Stunden? Nee, ist eigentlich so, ich total ausgeruht. Echt? Ja, 8 bis 9 Stunden. Ja, könntest einfach so Zeit für mich gehabt. Könntest du jetzt spazieren gehen? Ja, sofort, ich will was essen gehen. Ja, wir gehen später was essen. Also ich, wenn die mir jetzt nicht gesagt hätten, ich darf keinen Sport machen, dann wäre ich jetzt sofort gleich in den Fitnessraum gegangen. Wir gehen jetzt. Mir geht's so gut, das ist unglaublich. Wir holen uns jetzt was zu essen gleich und dann holen wir eine Playstation aufs Zimmer. Ja. Und zwar kommt heute FIFA. Ich glaube halt, dass ich die ganze Nacht nicht pennen kann, weil ich so viel gepennt habe da eben gerade. Ja. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich jetzt gerade aufgestanden. So richtig schön ausgeruht. Zeig mal ganz gut. Sieht halt nicht appetitlich aus, Leute, aber ich muss sagen, kommt mal her, könnt ihr das sehen hier? Ein bisschen hoch der Kopf, nicht so weit vor. So. Guck mal, die Linie. Richtig natürlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn es jetzt morgen, ja, wenn es ein bisschen trockener wird, dann sieht man es noch besser. Ich bin aber gespannt auf das Ergebnis. Das Gute ist, ich sehe den Gauner immer. Also werden wir auch das Ergebnis immer sehen. Ja, auf jeden Fall. Lass das gut dokumentieren. Ja, ja. Und wenn ihr Bock auf das Ergebnis habt, schreibt eine Hashtag Ergebnis in die Kommentare. Dann werden wir das auf jeden Fall auch dokumentieren, denke ich. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal ins Hotel und dann gehen wir was essen und dann wird erstmal ein bisschen FIFA gezockt. Und morgen wird Verband gewechselt. Dann gucken wir einfach, wie er geschlafen hat und so. Update und so weiter. Bleibt einfach dran. Für euch ist es ein Augenblick. Für uns ist es ein ganzer Tag fast. Also Leute, peace. So, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Lukas am Start. Ja, ich habe die ganze Nacht auf ihn aufgepasst. Ja, okay, man musste gar nicht auf ihn aufpassen. Erzähl mal, wie war deine Nacht? Ich habe super geschlafen, bin super erholt, wurde gut auf die Nacht vorbereitet vom Team. Was mir immer wichtig ist, dass dann der Arzt auch das Wort hält. Es war tatsächlich so, also es ist genauso eingetreten, wie er mir das erklärt hat. Mir geht's richtig gut. Ja, und was sagst du zum Ganzen hier? Hotel Istanbul warst du ja auch noch nicht. Erzähl mal, wie war so die Erfahrung Istanbul, Hotel, Klinik und alles, die OP und so? Also eigentlich wollten wir auf den Bazar, ne? Also zu Istanbul an sich kann ich nicht so viel sagen, außer dass es eine sehr interessante Stadt ist. Wir haben sie ja nur aus dem Shuttle gesehen. Ich wurde ja sofort vom Flughafen mit dem Shuttle abgeholt, sind dann hier halt eben angekommen. Und was witzig ist, ist tatsächlich, ich glaube, das sieht man auf dem Video auch, dass die Klinik direkt von dem Hotel abgeht. Das ist natürlich echt praktisch. Man muss auch zugeben, ich möchte mich auch jetzt mit den Haaren dann nach dem ersten Tag, man hat sich noch nicht so dran gewöhnt, mit Glatze rumzulaufen, will man sich nicht unbedingt der Stadt zeigen, dann geht zack, geht man ins Hotel und alles ist super. Es scheint so, als wären die Leute hier gewöhnt. Also ich habe das Gefühl, wir finden unheimlich viele Haartransplantationen in der Stadt statt. Die Leute gucken einen nicht blöd an. Mal gucken, wie das dann in Berlin sein wird. Also ich bin total begeistert. Ich werde auf jeden Fall mal in einem halben Jahr wiederkommen und mal mit meiner schönen vollen Mähne dann mir nochmal die Stadt angucken. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Ja, ja, das machst du ja gerne, so verlaufen, ja. Dies, das und so. Auf jeden Fall, guck mal, meine Erfahrung war, ich habe mit ihm auf dem Zimmer geschlafen. Ja, wir hatten natürlich 2 getrennte Betten. Wir haben noch Playstation gezockt und so weiter, aber so um 1-2 Uhr sind wir dann pennen gegangen. Der ist nicht einmal nachts aufgewacht oder so. Morgens hat er noch geschnarcht, als ich aufgewacht bin. Ja, und dann habe ich den erstmal wecken müssen, habe den gefragt, wie es ihm geht und so. Der so easy einfach, der hat mit seinem Nackenkissen da geschlafen, Kissen so, weißt du, so nicht ganz gerade, so ein bisschen hoch. Also, und jetzt schaut ihn euch an, der sieht fit aus, der lacht. Ich habe andere Fälle gesehen, ja, aber ich sehe erholter aus als vorher. Oder ich habe gestern seit der OP bestimmt 5 Stunden gepennt von den 9. Ich habe ja noch Bilder, und ihr könnt ja noch zurückspulen. Ja, okay, genug gelabert jetzt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein, Verband wechseln, waschen, ihm wird es beigebracht und dann fliegen wir zurück, weil unser Flug geht um 13 Uhr und wir haben jetzt schon fast 10 Uhr, also wir müssen uns beeilen, Leute. Ja, wenn ihr noch ein weiteres Video wollt, wie ich ihn mit einer Barttransplantation pranke, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr Bock auf solche weiteren Videos habt, dass ich Leute überrasche und so, weißt du. Hat mir mega Bock gemacht, jetzt freue ich mich aber auch wieder auf nach Hause. Und wir werden auf jeden Fall seine Updates mitverfolgen, ja, in den nächsten Monaten. Gucken mal, wie es ihm geht und so. Auf jeden Fall, Leute, hat es mir Spaß gemacht, definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out. Wir sind raus. Peace. Ah, und Dankeschön nochmal an die Ehrenmänner, dass ihr mir den Kameramann Ramon gestellt habt. Vielen Dank.